Na denn, Volumen von Rotationskörpern ist heute unser Thema und ich wiederhole mal zu Anfang. Beispiel, es hat jemand einen Sandhaufen hingestreut und der sei mal idealerweise kegelförmig, ne, so lauter Sand und so weiter und so fort. Und wir wissen auch, dass wir, ja, sagen wir mal, dass der Sandhaufen 2 Meter Durchmesser hat, also das wird nicht allzu viel sein, diese 2 Meter. Und wir können auch, indem wir uns daneben stellen, können wir ermitteln, dass der Sandhaufen auch 2 Meter hoch ist. Also zufälligerweise sind wir 2 Meter groß, stellen uns daneben und sagen, aha. Gut, dann wissen wir ja alle, dass eigentlich, ich hoffe, dass wir es alle wissen, das Volumen wie folgt berechnet wird, nämlich ein Drittel Grundfläche mal Körperhöhe. Das sei die Körperhöhe. Und hier drinnen haben wir die Grundfläche liegen. Das sieht man natürlich nicht, weil der Sand drüber ist. Ne? So, bis dahin klar. Genau die Frage ist wirklich mehr als berechtigt. Ein Drittel deswegen, wenn ich mir Folgendes vorstelle, wenn ich hier mir einen Zylinder vorstelle, aber so bleibt ja der Sand nie liegen, dann fehlt hier furchtbar viel. Das Blaue, was hier fehlt, macht 2 Drittel vom Zylindervolumen aus. Und denn, deswegen sagt man, wenn das oben spitz, idealerweise hier spitz zuläuft, dann ist bloß noch 1 Drittel übrig. Also das nochmal nebenbei. Jetzt rechnen wir das ganz schnell mal aus. Also das heißt dann, V ist 1 Drittel und zur Grundfläche, weil die kreisförmig ist, sage ich Pi mal R Quadrat mal K. Also ich kann es jetzt ersetzen, ich setze mal R Quadrat und K direkt ein. R Radius, das strahlende 1 Meter mal 1 Meter, R Quadrat, ne? Also 1 Quadratmeter ergibt sich demzufolge. Und dann das Ganze mal Körperhöhe. Was muss denn ungefähr rauskommen, wenn ich mir überlege, dass die Zahl Pi ungefähr 3 ist? Ach so, Körperhöhe wollte ich ja noch 2 Meter hinschreiben. Was muss denn ungefähr rauskommen? Ungefähr? Genau, rund ausgerechnet müsste ich sagen, so hier, so ganz rund, wären das, wenn ich die Zahl Pi als 3 annehme, wären das rund 1 mal 2, 2 Kubikmeter. Das muss ungefähr rauskommen. Gut, das zum Ersten. Jetzt müssen wir uns was anderes vorstellen. Und zwar, jetzt schnappe ich mir diesen Kegel hier und kippe den mal. Ne, warte mal, ich kippe den mal mit der Farbe und kippe den mal um 90 Grad. Also um 90 Grad kippen. Dann müsste der doch im Wesentlichen so aussehen. Ne, gekippt dargestellt. Natürlich, mit Sand geht sowas nicht. Aber jetzt bloß mal, damit wir uns was klar machen. Und wenn ich den nochmal um 180 Grad kippe, dann sieht er eben so aus. Das ist auch nicht weiter schlimm. Bis dahin klar, ne? Und das Gleiche, das werden wir jetzt gleich mal anwenden. Und zwar habe ich folgende Idee entwickelt. Gesundheit. Unser bisheriges Koordinatensystem haben wir immer grundsätzlich in der Ebene gemalt. Und ich werde das auch hier tun, aber nur die Y-Achse. Und ich werde die X-Achse mal so darstellen, dass die hier aus unserem Bild herauszukommen scheint. Das ist jetzt Quatsch, was ich mache, aber ich möchte, dass das ein bisschen klarer dargestellt ist. Also der Pfeil X kommt hier raus, deswegen ist das X auch so groß. Und mein Kegel hier, mein Sandkegel, und zwar diesen hier, den werde ich jetzt mal hier auch so einmalen. Und zwar um die X-Achse herum. Ich hoffe, das ist einigermaßen gelungen. Noch klar, was passiert ist? Ich habe die Spitze des Kegels hier in den Koordinatenursprung gelegt und damit es besser sichtbar ist, dass es sich um einen Rotationskörper handelt, habe ich mir diese X-Achse mal aus dem Bildschirm rauskommend gemalt, damit man das besser sehen kann. Ich habe also nichts anderes getan, als diese Linie hier rotieren lassen. So rum oder so rum, ist auch egal. Und wenn ich die rotieren lasse, dann bildet die eine Art Mantelfläche und ich habe hier den Kegel wieder. Bis dahin logisch, wenn nicht, dann lasst uns darüber diskutieren. Jetzt malen wir mal ran, was wir schon kennen. Und zwar nochmal hier, ich mache das mal lila, diese 2 Meter hier, also meine Körperhöhe. Und ein bisschen lila, also Aubergine, 2 Meter im Durchmesser. Die malen wir mal ran, mal die 2 Meter Durchmesser. Die sind hier, ne? Von hier bis hier. Aber wir wissen ja, wenn es ums Integrieren geht, sollten wir uns mit Funktionen beschäftigen. Das heißt, wenn ich hier mal nicht 2 Meter einmale, sondern ich habe hier 1 Meter, nämlich den Radius, jetzt in helllila, dann kann ich doch sagen, von hier
bis hierher, ich mache diesen Strich dicker, weil der auch hier rauskommt, ist was? Sind auch die 2 Meter, nämlich Körperhöhe, ne? K sozusagen. Das sind die 2 Meter. Noch logisch? So, dann heißt das, wenn ich mir jetzt hier diese grüne Linie angucke, dann könnte ich hier eine Funktion draus bilden. Und zwar, wie ist denn der Anstieg von der Funktion? Ich mache das mal hier so. Und jetzt hier mal schnell das Koordinatensystem wieder in die Ebene reingelagert. Also jetzt ist x wieder klein, es kommt nicht aus dem Bild raus, y. Wie müssten die dann heißen, wenn das hier 1 Meter darstellt und von hier bis hier sind es 2 Meter? Wie ist der Anstieg? Okay, kleinen Moment. Richtig, dann heißt die grüne Funktion, f von x ist gleich 1/2 x. Das ist eine lineare Funktion in dem Fall. Genau, die Hinweise sind schon ganz richtig. Ich möchte nochmal erinnern, wir hatten doch, als wir Flächen berechnet haben, also nochmal, Moment, nochmal zurück, back to the roots, zurück. Als wir gesagt haben, wir haben hier irgendwie so einen ollen Graphen und wir wollten die Fläche von hier bis hier ausrechnen, da haben wir gesagt, naja, schön wäre es, wenn man hier, aber das geht nicht, das ist keine gerade Linie, ich kann keinen Trapez ermitteln oder sonst was, aber ich kann eins machen, ich kann diese Fläche in ganz kleine Streifchen zerschnippeln. Und wenn ich alle Schnippel zusammenzähle, dann bilde ich die Summe, Integral kommt von dem Z-Zeichen, untere Grenze, obere Grenze, also von unten bis oben über, die Funktion nenne ich jetzt ganz allgemein f von x, ne? Und multipliziere jedes einzelne kleine Ding hier mal dx. Und was ist dx? Das ist die Streifenbreite jedes einzelnen Streifens. Ich zerhacke praktisch diese Fläche in lauter kleine, viele Streifchen. Und wenn ich jetzt mir einen Streifen angucke, dann sieht ein Streifen mal übertrieben so aus. Ich lasse mal den Graphen hier schräg durchlaufen. Und dann ist es mir egal, ob hier oben eine kleine Ecke rausguckt. Wenn die kleine Ecke hier unten fehlt, ist es letztendlich dasselbe. Ich vermittle das einfach. Und je schmaler ich das mache, umso genauer ist das. Und die Höhe dieses Streifens ist f von x. Und die Breite dieses Streifens ist dx. Das ist der Haken. Das dünne Stückchen hier ist dx. Und jetzt wird auch klar, dass ich f von x mal dx, daher kommt diese Multiplikation. Das ist eigentlich nur ein normales Rechteck, aber eben ganz dünnes Rechteck mit der Streifenbreite dx. Und die Streifen alle zusammen summiert, daher kommt dieses Summzeichen, ergibt die Fläche. Das wird die Gesamtfläche werden, dieses Dinges. Was ist denn, wenn ich diese Erkenntnisse jetzt anwenden will? Also machen wir es mal anders. Ich habe mal einen Vorschlag. Wir nehmen uns mal in Gedanken einen Bierdeckel oder meinetwegen eine Euromünze. Wenn ich das jetzt richtig zum Malen kriege, ist das Ding ja überhaupt nicht hoch, ne? Das ist ja gar nichts. Das könnte ich als, naja, ich sag mal Körperhöhe dazu. Und Grundfläche und Deckfläche, ne, hier unten ist die Grundfläche und da die beide gleich sind, kann ich die beide so annehmen, dass die unten liegt und hier oben genauso liegt. Kann ich wieder sagen, V ist Grundfläche mal Körperhöhe. Wenn ich jetzt aber dieses K, also die Körperhöhe, wenn ich das jetzt ganz klein werden lasse, also wenn ich das gegen 0 gehen lasse, dann kann ich doch dieses gegen 0 zu gehen als dx bezeichnen. Ne? Noch einig? Und genau diese Erkenntnis hier, ich mache diese Scheibe immer dünner, dann kann ich mir diesen Körper als in lauter kleine, dünne, viele Scheibchen zerschneiden. Und wenn ich die ganz klein zerschnippelt habe, dann klappt das auch plötzlich und dann weiß ich, wie ich das Volumen mal rechnen muss. Und zwar, wenn ich sowas mache, dann kann ich doch Folgendes sagen. Ermitteln wir mal die Formel. V muss demzufolge sein, die Summe aus allen solchen Schnippeldingern. Und zwar in diesem Fall, in unserem Beispiel hier, von 0. Nehme ich hier einfacherweise an, ich lege meine Spitze hier genau in den Koordinatenursprung bis obere Grenze. Und wie groß ist die obere Grenze, wenn wir die Meter jetzt mal weglassen? Wenn wir uns einigen, wir sagen immer Meter, dann ist die obere Grenze 2. Ganz genau. Also von 0 bis 2. Und wie müssen wir unsere Formel jetzt erstmal ganz allgemein,
Wie komme ich jetzt darauf, dass ich sage, so eine Scheibe, wie wird so eine Scheibe berechnet? Wie wird die Grundfläche der Scheibe berechnet? Also, diese Formel hier, das ist so eine Fläche, eine Kreisfläche. Pi mal r Quadrat ist eine Fläche. Das ist die Grundfläche hier in diesem Fall. So, und wenn ich jetzt sage, ich summiere alle Grundflächen auf, ich bilde die Summe von 0 bis nach 2, also hier nochmal zur Skizze, von 0 bis nach 2, die werden natürlich immer größer. Aber da die ganz dünn sind und da die äußere, der äußere die äußeren Abmaße von der Funktion, nämlich 1/2x bestimmt werden, sage ich erstmal ganz allgemein, ich muss dazu sagen, das ist Pi, hier abgeleitet, von, also Pi mal R von x, aber der ganze Kram in Klammern zum Quadrat. Und jetzt dahinter wieder mal Streifenbreite, mal Scheibchendicke, mal dx. Erstmal noch eine Pause zum Nachdenken. Wir gucken uns dazu nochmal hier schnell die Skizze an. Und zwar, der Radius in Abhängigkeit von der Entfernung vom Nullpunkt ausgehend, also in Abhängigkeit von wachsenden x-Werten, der Radius wird dargestellt als r von x. Aber ich muss den Radius quadrieren. Deswegen habe ich das so geschrieben. R von x und das ganze Ding, denn das ist meine Klammer als Funktionsvorschrift, das ganze Ding in Klammern zum Quadrat. Das heißt also Pi mal, und hier drin, warte mal, ich mache das mal mit einer anderen Farbe, und hier drin steht mein Radius. Das ist der Radius hier, das ganze Ding. Den zum Quadrat. Pi mal r Quadrat. Nichts Besonderes, Pi mal r Quadrat. Aber was bedeutet das für unsere Funktion? Wir müssen hier die echte Funktion einsetzen. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also, das heißt, ich muss das ein bisschen umschreiben. Das war jetzt ganz allgemein. Diese Formel, Pi mal r von x, wobei das Pi, das werden wir im anderen Fall dann vor dem Integral finden. Wir wissen ja, eine Konstante kann man auch davor schreiben. Das müssen wir jetzt mal mit Leben, mit mehr Leben erfüllen, denn r von x ist noch sehr allgemein. Das ist so wie f von x, so wie ich hier geschrieben habe. Ich weiß zwar nicht, wie die Funktion genau lautet, aber das ist der Graph von f von x. Ne, so allgemein, tralala. So, und jetzt machen wir das. Wir schreiben unser Pi, wir schreiben unser Integralzeichen von 0. Ich mache das extra als EDV 0. Und jetzt kommt Pi, das habe ich ja schon vorne stehen. Und jetzt muss ich etwas quadrieren, und zwar r von x. Und unsere Funktion lautet ja für unseren Sandkegel, halt, wo habe ich es hingeschrieben? Hier oben, hier, da ist er. 1/2x, das schreibe ich auch mal in grün hin. 1/2x, und das muss ich aber in Klammern zum Quadrat setzen und dann mal dx nehmen. Und wenn ich das integriere, wird Folgendes passieren, ihr ahnt das wahrscheinlich schon. Ich integriere das mal. Demzufolge sieht das so aus, in eckigen Klammern geschrieben. Das Pi lassen wir draußen, das können wir getrost draußen lassen. Wir werden dann 0 und 2 wieder ranschreiben. Integriert mal, ich sollte es nochmal schnell umschreiben. 1/2x in Klammern zum Quadrat ist ja 1/4x². Ne? Einverstanden? Okay, also, und das integrieren wir jetzt mal. Das heißt also, hier wird was draus? Ja, durch die Löscherei habe ich gerade entdeckt, ist das Pi plötzlich hier wieder aufgetaucht unter dem Schwarz. Das wollte ich nicht. Ich habe das Pi hier hingeschrieben und habe diesen ganzen schwarzen Block rausgelöscht. So, also, da ja das Gelbe mein Radius ist, den ich quadrieren muss, ich aber nicht weiß, wie der Radius sich entwickeln wird, muss ich auch konkret hier in die Klammer reinschreiben, wie sich der Radius entwickelt, nämlich nach der Vorschrift 1/2 mal x. Je größer man x, umso größer wird der Radius, allerdings nur immer zur Hälfte. Da das aber in Klammern zum Quadrat steht, muss ich 1/4x² draus machen und das gilt es jetzt zu integrieren. Demzufolge entsteht daraus, wir wissen, es muss irgendwas mit x hoch 3 werden. Das 1/4 stand noch davor und ich muss durch den neuen Exponenten dividieren. Das Ganze, jetzt bin ich fertig, jetzt kommt in den Grenzen von 0 bis 2. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Macht das mal im Heft. Wir haben es jetzt mal gemacht, das hier ausgemietzelt heißt, also 1/4 mal x hoch 3 Drittel ist x hoch 3 Zwölftel. Jetzt in den Grenzen entsprechend eingesetzt. Die zweite Grenze ist 0, da brauche ich mir keinen Kopf zu machen. Das geht ganz gut und 2 Drittel muss rauskommen. 2 Drittel und wie sagt man jetzt, Längeneinheiten hoch 3. Ne? Wenn ich aber sage, eine Längeneinheit war
ein Meter, dann kann ich auch sagen, 2/3 Kubikmeter. Na nu. Wenn ich das jetzt aber mit meinem Ergebnis hier oben vergleiche, stimmt was nicht. 2 Kubikmeter, was denn nun? Hier, ne, Pi mal. Wo steckt der Fehler? Hier kommen bloß 2/3. Gut, danke. Ich habe natürlich hier unterschlagen. Ich muss den ganzen Mist nochmal Pi nehmen. Ne? Mal Pi. Und dadurch das. Und jetzt, wenn ich das überschlage, kürze ich das. Es kommen rund 2 Kubikmeter raus. Na wunderbar. Gut, Fehler lag an mir, mein Schreibfehler. Also das funktioniert. Jetzt machen wir an der Stelle mal ganz kurze Mini-Pause und überlegen dann. So, probieren wir mal aus. Wir üben die ganze Sache mal. Und zwar habe ich mir was einfallen lassen. Das wäre ein Kegel gewesen. Wir werden dann gleich später mal den Kegelstumpf berechnen und mal sehen, ob das mit der Aufgabe im Tafelwerk dann auch mit der Formel im Tafelwerk übereinstimmen würde. Aber damit das zu Anfang nochmal besser geht, machen wir das nochmal anhand eines Beispiels. Gibt es irgendwie eine Frage? Nehmen wir mal Folgendes an. Wir haben ein Designer hat wieder mal ein schönes Glas entworfen. Ich möchte jetzt keine große Steckbriefaufgabe draus machen, weil das wäre wohl ein bisschen doll. Und das hat hier irgendwie so eine schicke Form und dann ist er ganz stolz und bringt das auch im Laden ganz gut hin. Und das kann man aber nicht einfach so nachvollziehen, indem man hier ein Lineal anlegt, sondern hier steckt schon echt was an Kurve dabei. Und wir kriegen raus, wenn ich dieses Glas um 90 Grad drehe, dann macht das auf der einen Seite so. Und wenn ich jetzt meinen Koordinatenursprung hier liegen habe, dann geht das und ich gucke und sage, ach Mensch, kenne ich doch, das ist f von x gleich x Quadrat und da das eine gewisse Dicke hat, das Glas, ne, plus 1. So, jetzt berechnen wir mal ein Glas, das hat folgende Abmaße. Ich schreibe die erstmal schnell ran. Ich habe schnell die Maße rangeschrieben, 10 cm, 10 cm. Hier unten entsprechend dick, hier waren es 2 cm und daher habe ich ja gesagt, hier plus 1. Rechnet mal schnell nach der gleichen Tippeltappeltour hier, rechnet mal schnell das Volumen aus. Achtung, das hier, das ist die allgemeine Formel. Die müssen wir dann entsprechend mit dieser anderen Formel füllen. Also im gelben Teil muss was gefüllt werden. Und zwar, hier ist der Verlauf des Graphen. Schießt mal los. Naja, nicht gucken, sondern jetzt fangt mal damit an. Und zwar malt euch eine Y-Achse, malt euch eine X-Achse, die ein bisschen dicker wird. Und zeichnet mal diesen Graphenverlauf, diesen blauen, gemäß x² plus 1 entsprechend ein. Also wir haben ja entsprechend diesmal so eine Einteilung gewählt, geht auch eine andere. Und wir fangen bei 1 an. Und bei 10 cm Weite in Richtung X-Achse sind wir erst bei 5 cm Radius. Ich habe das jetzt nicht ganz auf der Höhe gemalt, weil wir ja aus dem Bild herauskommen wollen. So, okay. Jetzt können wir loslegen. Wenn wir jetzt hier unseren nächsten Punkt haben, können wir sagen, hier so ungefähr liegt das Biest und so sieht der Kelch aus. Aber Achtung, die echte Funktion ist die grüne hier. Also das ist unsere echte Funktion. Wenn die hier weiter ginge, hieße die f von x ist gleich x² plus 1. So, und jetzt möchten wir das Volumen dieses Kelches demzufolge haben. Dann los. Natürlich stimmt die Skizze nicht so richtig damit überein, dass ich sage x² plus 1 und dann der Graph, der läuft nicht so genau. Aber ich habe keine Lust, dass wir uns jetzt erstmal hier rekursiv ermitteln, wie ist denn wirklich der echte Graphenverlauf, welche Koeffizienten gibt es hier oder welche nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber darauf verzichtet und wir tun jetzt erstmal so, als wenn das wirklich ginge. Ihr seht hier das Kreuz, ich habe hier meine allgemeine Funktion, mal sehen. Ja, jetzt habe ich das Integralzeichen nicht, okay. Das ist unsere allgemeine von unten bis oben. Pi mal, das male ich mal ein bisschen deutlicher und erfüllt die mal mit Leben. Los, Schreibübung. Ein Tipp, wenn man sich hier mit äußerer und innerer Integration beschäftigen will, kann man machen, aber ich würde das Ding auch nach binomischer Formel ausmitzeln
und so weiter. Wir machen das jetzt alles im Hintergrund. Wer zu Hause das nochmal übt, macht es auch jetzt Pause und schreibt. Wenn man jetzt die ganze Geschichte integriert und so weiter und das dann ausrechnet und jetzt kommt das auch mit dem Hinweis hin, dass es eine total bekloppte Aufgabe ist, dann ergibt sich 64.957 rund Kubikzentimeter. Wenn ich aber sage, das sind 64 und so weiter Kubikdezimeter, kann ich mir vorstellen, das Glas sind 64 Liter. Also jetzt merkt man schon, dass die Aufgabe Quatsch war. Aber das war ja eine Fingerübung, um überhaupt mal das einzusetzen und zu machen. Weitere Aufgabe, kleinen Moment. Gut, so bescheuert wie die Aufgabe war. Wir gehen jetzt nochmal an folgendes Problem ran. Und zwar, wir haben ja gesagt, das Ganze dürfen wir nicht vergessen und beim nächsten Mal werden wir es demzufolge auch anders machen. Wie rechne ich aber, wenn ich folgendes Problem habe? Ich habe eine Y-Achse, hier wieder meine X-Achse und ich mache es doch ganz anders. Ich habe hier eine Figur. Ich lasse das also um die Y-Achse rotieren. Dann, das machen wir beim nächsten Mal. Dann kann ich im Moment erstmal nur den Tipp geben, mach das nicht so, sondern vertausche die Achse und lasse es wieder um die X-Achse rotieren, denn ich muss die ganze Sache mal dx nehmen. Die Scheibchenbreite ist dx, die Scheibchendicke ist dx. Wenn ich das so mache, muss ich mit dy arbeiten, dann funktioniert meine ganze Rechnung nicht. Also so bitte nicht. Aber wir wollten jetzt noch eins machen, und zwar wollten wir die Formel für einen Kegelstumpf nochmal übers Integrieren ermitteln. Und demzufolge mache ich jetzt erstmal eine Pause, wir suchen erstmal die Formel raus. Ja, Inhalt unserer Übung ist jetzt, und da lasse ich das Video auch erst zum Schluss erst wieder anlaufen. Das ist die Formel, die wir aus dem Tafelwerk abgeschrieben haben. V Kegelstumpf ist ein Drittel mal Pi mal K wie Körperhöhe, mal in Klammern, ich hoffe es kann jeder lesen, R1 zum Quadrat plus R2 zum Quadrat plus R1 mal R2. Wobei das eine hier R1 ist und das andere R2. Darum geht's. Ne? Also diese Formel werden wir mal mittels Integration versuchen rauszukriegen. Und damit es nicht zu blöde wird, schlage ich Folgendes vor. Wir kippen diesen Kegelstumpf mal um 90 Grad nach links. Ja, also um minus 90 Grad praktisch gekippt. Und dann werden wir mal sehen, was rauskommt. So, viel Vergnügen. So, jetzt haben wir durch viel Einsetzen hier, tralala, in allgemeine Formel einsetzen, binomische Formel anwenden, schreib. Ich habe extra mal rote Klammern gemacht, damit es besser auffällt, mal dx. Das könnte ich dann rot machen hier, dahinter hatte ich das rot. So, dann haben wir alles so lange umgeschrieben und haben uns dann gesagt, das ganze Ding ist ein Faktor, also der erste grüne Kasten, der zweite ist ein Summand, noch ein Summand, noch ein Summand und haben dann mittels Summenregel einfach gesagt, so nach x wird aufgeleitet, also x hoch 3 Drittel, hier x Quadrat halbe und hier noch ein x dahinter und das Ganze von 0 bis k. Jetzt bleibt bloß die Frage, wie kann man diese Riesenformel letzten Endes wieder in diese Formel überführen? Und diese Auflösung, die kommt wahrscheinlich im nächsten Video. Ich wünsche ein schönes Wochenende.